Hi Simon, du wirst mich nicht kennen. Mein Name ist Sebastian und ich beschäftige mich seit einigen Jahren wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien und habe auch so ein bisschen was zum wissenschaftlich-kritischen Denken gemacht. Eigentlich hatte ich letzten Freitag eine Kiefer-OP, wollte also nicht so schnell wieder irgendwas vor einer Kamera machen, aber ich habe mir gedacht, dieses Video, auf das mich gestern einige hinwiesen, das ist dann doch kurz wert, etwas zu sagen. Da rennst du mit deinem Hund durch die Gegend und faselst irgendwas von einem giftigen Nebel und aus Deutschland auswandern und macht euch mal klar, die Eliten und was die alles so machen und überhaupt und sowieso und hörst dich an wie ein absoluter Aluhut. Und das Problem ist, dass du 2,2 Millionen Abonnenten auf deinem YouTube-Channel hast. Das gönne ich dir von Herzen. Das ist an sich erstmal kein Problem. Das Problem ist nur, wenn du anfängst, so Aluhut-Blödsinn zu verbreiten, ohne dir klarzumachen, was das bei Menschen auslösen kann. Denn es gibt ja drei Möglichkeiten, warum du dieses Video gemacht hast. Die erste Möglichkeit, und viele im Netz vermuten das, ist, dass das Ganze Satire ist und lustig ist und überhaupt und sowieso. Ich kann dir nur eins sagen, das hast du nicht unter Kontrolle. Bei 2,2 Millionen Abonnenten hast du in jedem Fall Leute, die das jetzt ernst nehmen, die auch auf deinen Widerruf, so denn einer kommen wird, überhaupt nicht hören werden, sondern sagen werden, naja, das musste er jetzt zurücknehmen, weil eben die anderen ihn dazu gezwungen haben. Das haben wir regelmäßig in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt. Das heißt, egal was du jetzt im Nachklapp machen würdest, wenn das hier Satire ist, wird es die Leute nicht erreichen, die du damit immer weiter in Angst, in Paranoia, in Verschwörungsdenken gebracht hast. Vielleicht war dir das nicht klar, vielleicht ist es aber auch gar keine Satire. Vielleicht meinst du das wirklich ernst. Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann bist du ein Problem. Dann bist du deswegen ein Problem, weil du den Verschwörungstheorien Vorschub leistest, die immer wieder auch demokratiefeindliches Denken auslösen. Du schwafelst da irgendwas von Eliten. Du machst dir gar nicht klar, wie schnell du von da bei irgendwelchen antisemitischen Verschwörungstheorien bist, so wie der Antisemit Ken Jebsen oder wie der Antisemitismus verbreitende Xavier Naidoo. Du stößt da also genau in dasselbe Horn, denkst vielleicht, es hat irgendwas mit Aufgeklärtsein zu tun und machst dir überhaupt nicht klar, dass du an den Grundfesten dieses Staates bereit bist zu rütteln und eben die Leute, die dir zuhören, die dir bereit sind bisher zu glauben, da mitziehst. Die dritte Möglichkeit, und die hoffe ich tatsächlich am allerwenigsten für dich, ist, dass du derzeit auf dem Weg in eine psychische Krankheit bist, beispielsweise in eine paranoide Schizophrenie. Das glaube ich jetzt erst einmal nicht wirklich. Man soll auch mit Ferndiagnosen vorsichtig sein. Aber wenn dem so sein sollte, dann solltest du Menschen in deinem Umfeld haben, die dir da entsprechende Ratschläge geben, die dich eigentlich dann auch davon abhalten sollten, solche Videos zu machen. Ich hoffe nicht, dass du dich über Menschen mit solchen psychischen Störungen lustig machst. Dann wären wir wieder beim Punkt 1, Satire. Denn es ist so, dass die meisten Verschwörungsdenkenden, die meisten Aluhüte eben nicht psychisch krank sind und dass es eine psychische Krankheit auch nichts ist, worüber man sich lustig machen sollte. In jedem Fall, mein lieber Simon, wie auch immer dieses Video gemeint war, es ist nicht gut.